Jetzt kommen wir zu einem etwas abscheulicheren Kapitel von dieser bestehenden Moschee. Jeder weiß, was am 11. September passiert ist. Der 11. September, als in Amerika Hochhäuser gesprengt worden sind. Nach dem 11. September war hier vor diesem Ort, vor dieser Moschee, ein Kamerateam des WDR. Das WDR will davon natürlich nichts mehr wissen. Der Bericht ist auch nicht mehr im Internet zu finden. Sonderbar. Es hat aber Leute gegeben, die hier in dieser Moschee ein- und ausgehen und die nach einem Interview gesagt haben, Osama Bin Laden, der Top-Terrorist in der Welt, ist ein guter Mann, der nichts Böses gemacht hat. Das heißt, unter dem Strich, in dieser Moschee sind Sympathisanten des Terrorismus ein- und ausgegangen. Und Herr Schwammer unterstützt diese Leute auch noch. Jeder hier kann sehen, dass wir Menschen sind, die relativ normal reden können. Wir können uns artikulieren, wir können mit Messer und Gabel essen, ohne uns oder andere zu verletzen. Wir sind auch in der Situation, dass wir mit Sicherheit nicht ausländerfeindlich sind. Das wird immer so dargestellt. Im Gegenteil. Wir sind aus meiner Sicht daraus sehr tolerant. Wir sind nicht welche, wie uns auch unterstellt wird, dass wir Ausländer durch die Stadt treiben. Oder, Herr Schwammer, jetzt was für Sie, dass wir Ausländer durch die Toilette spülen wollen. Das machen wir auch nicht. Wir unterwerfen uns dem Grundgesetz und danach leben wir. Und wir sind erstklassige Demokraten.